Caterpillar von Drake Interplanetary gegen Hercules von Crusader Industries. Welches ist das bessere Schiff? Diese Frage wurde mir gestellt und schauen wir mal, ob wir sie beantworten können. Ich bin Ars Drake und das ist mein Kanal. Diese Frage wurde mir gestellt von einem Zuschauer namens Call Norton. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Falls nicht, bitte ich um Verzeihung. Inwiefern wir seine Frage beantworten können, schauen wir uns im Verlauf dieser Folge an. Und ich bitte euch, wenn ihr eure Meinung unten in den Kommentaren gerne kundtun wollt, das. Denn diese Frage ist schwer zu beantworten, da die Herkules noch im Konzept sich befindet und erst im Patch 4.0, wenn sich nichts ändert, erscheinen wird. Ansonsten schauen wir uns auch jetzt mal sofort die Basisdaten an. Wie wir sehen können, Caterpillar das längere Schiff, dagegen trägt die Herkules C2 die höhere Fracht mit 624 SEU zu 576. Die Hercules M2-Variante ist die Militärvariante und trägt deutlich weniger als beide Schiffe. Bei der Geschwindigkeit liegt die Hercules C2 ebenfalls vor mit 135 Metern pro Sekunde. Bei der Besatzungscrew ist natürlich für einen Ein-Mann-Betrieb bzw. Zwei-Mann-Betrieb die Hercules C2 die schönere Variante als vielleicht die Hercules M2, die Drei-Mann benötigt. Wieso, warum, weshalb, werden wir gleich besprechen. Oder sogar die Caterpillar von Drake Interplanetary, weil sie eine Minimalcrew von 2 bis maximal von 4 hat. Das ist, denke ich mal, dem Design des Schiffes geschuldet. Kommen wir nun zu den Ausstattungen. Wie wir sehen können, kommt die Caterpillar mit 4 Size 2 Bering M3A Laserkanonen fix-mounted daher, mit 2 Size 4 Türmen, mit je 2 Bering M6A Laserkanonen und einem Traktorbeam. Dagegen zeigt die Hercules C2 ebenfalls bei Size 4 TBC Ballistikkanonen, die fixed montiert sind, und zwei Size 3 Remote Turret, dessen Bewaffnung noch aussteht, soll aber auch von TBD sein. Die Militärvariante macht den Unterschied in diesem Bereich aus mit dem dritten Remote Turret. Das erklärt auch übrigens, wieso ja, der einen dritten Mann der Auflistung. Dagegen, was die Endausstattung der Herkules-Reihe ausgeht, liegt es in dem Bereich einmal 6 Gegenmaßnahmen. Welche genau, ist auch noch abzuwarten. Schauen wir uns mal an, wo sind die Unterschiede in der Funktion der drei Schiffe. Fangen wir erstmal mit der Herkules-Variante an, weil das ist leichter zu besprechen, und zwar die Herkules C2. Hat eine hohe Ladekapazität, den Vorteil hatten wir schon, und kann größere Fahrzeuge laden. Da war die Rede von 4 Ursa Rovern oder 2 Nova Tanks. Mittlerweile redet man auch von der Anvil Ballista, aber nicht von der genauen Stückzahl. Die Hercules M2 Variante liegt dabei mit einer niedrigen Traglast zur C2, hat aber die zusätzliche Panzerung. Wieso ist das erwähnenswert? Das ist relativ einfach. Momentan arbeiten wir mit gescripteten Hitboxen. Das wird sich in Zukunft ja ändern. Ab einem gewissen Zeitpunkt kriegen wir physikalische Trefferboxen. Und da wird dann auch die Panzerung, denke ich mal, zum Tragen kommen. Da sieht es nun mal bei den Drake, bei den Schiffen der Drake Interplanetary Reihe so aus, dass sie kostengünstiger Bauweise auf Panzerung verzichten. Das gleichen die aber durch schwere Feuerkraft aus. Wenn man sich alle Drake-Schiffe mal im Nachhinein anschaut, wird man immer feststellen, dass sie ein Übermaß an, Kanonen vorhanden ist, also bewaffnet sind, um den Mangel an Panzerung auszugleichen. Dadurch deckt sie natürlich die Caterpillar mit den beiden Gefechtstürmen. Eine ist vorne am Bug montiert, oben auf dem Rumpf, und der zweite ist unter dem Rumpf hinten am Heck montiert. Den gesamten Bereich um dem Schiff ab mit den beiden Size 4 Türmen.
Wieso die versetzte Turmmontage zueinander ist relativ einfach. Sollten wir physikalische Trefferboxen haben und wir erleiden einen Glückstreffer, sagen wir mal am Bug vorne, werden nicht beide Gefechtstürme ausgeschaltet, sondern nur einer. Klingt jetzt noch ein bisschen zukunftsträchtig, deshalb müssen wir das auch abwarten, wie das sich mit den physikalischen Trefferboxen, den Panzerungen und allem drum und dran ausmalen wird, noch abwarten. Jetzt seht ihr auch schon, dass wir den Punkt Kommandomodul haben. Mit dem Kommandomodul will ich auch nochmal den Traktorstrahl auf. Es gibt einen kleinen Unterschied zwischen der Caterpillar zu Herkules und das ist die Ladefläche. Die Caterpillar hat in der länglichen Nase des Schiffes mehrere Luken, um den gesamten Frachtraum zu öffnen. Wogegen die Herkules hinten eine Rampe hat und auf den zweiten Ladebereich oben nur über eine absenkbare Rampe Zugriff besteht. Wir wissen nun, dass im Patch 3.9, wenn sich nichts ändert, ebenfalls noch das Laden und Beladen hinzukommen wird zur Spülung. Das wird heißen, wie lange man braucht, bis die gesamte Fracht von Bord oder an Bord gebracht wird. Sollte jetzt die Anzahl der Luken oder die Begehbarkeit relevant sein, dürfte die Caterpillar in diesem Bereich die Nase vorne haben, da sie wie gesagt den gesamten Bereich öffnen kann. Jetzt ist natürlich auch das Interessante, inwiefern der Traktorstrahl, den man durch den zweiten auch nochmal verstärken kann, das nochmal zu erwähnen, kompensieren kann, dass man im leeren Raum zwischen zwei Schiffen die Fracht hin und her transportiert und dadurch natürlich auch, sagen wir mal, Schmuggel oder Piraterie ein bisschen herausarbeiten könnte. Das Kommandomodul, kommen wir jetzt dem zu sprechen, ist ein besonderer Feature, den ich hoffe, dass es beibehalten wird und nicht vielleicht rausfliegt. Momentan ist es nicht im Spiel drin, liegt auch daran, dass die Spielmechanik dafür, nämlich das Andocken an Schiffen, vorhanden ist, nicht implementiert ist. Sollte das Andocken einkommen, wäre es interessant, ob die Caterpillar ihre Funktion auch bekommen wird. Wieso ist das Kommandomodul, also sprich die Brücke, die als separiertes Minischiff auch anzusehen ist, so interessant? Sagen wir mal so, ihr habt einen Frachttransport und ihr habt noch eine Mission, um mal etwas abzuliefern an Bord. So könnte man zum Beispiel auf einen Planeten fliegen, das Löschen der Fracht starten, im Kommandomodul sich abdocken und die Box abliefern, um etwas Zusatzgeld damit zu bringen. Interessanterweise ist, denke ich mal, aber auch für die Leute unter euch, die etwas auf der Piratenebene unterwegs sind, oder sagen wir mal auch die etwas sozial sind, sollte eine Caterpillar eines anderen Spielers zum Beispiel einen ungünstigen Treffer in der Brücke haben, könnte man natürlich irgendwie an Bord gehen, das Kommandomodul abtrennen und sich mit seinem Modul andocken und somit den Frachtbereich mit sich. Inwieweit die Spielmechanik es am Ende erlauben wird, müssen wir leider abwarten. So viel zu den Features, wie sie ansatzweise oder soweit bekannt sind, und schauen wir nun mal, wo wir angekommen sind. Einen Punkt möchte ich hier nochmal erwähnen. Das ist vielleicht ein sehr zukunftsträchtiger Punkt, und zwar das ist der Atmosphärenflug unter verschiedenen Gravitationen. Da ist jetzt die Frage, inwiefern die Caterpillar durch ihre nicht vorhandene Aerodynamik und auch ihrer Länge plus Gewicht schnell oder langsam die Atmosphäre eines Planeten verlassen kann, je nachdem wie die Gravitation sich bemerkbar macht. Ob da die Aerodynamik der Herkules Vorteil ist oder wie das Gesamtgewicht der Herkules aussehen wird, müssen wir leider noch abwarten, weil diese Daten sind nicht vorhanden. Ich hoffe, das Video hat euch soweit gefallen. Ihr konntet für euch etwas die Frage klären, was das bessere Schiff ist. Wenn ja, wie gesagt, schreibt es ruhig unten in die Kommentare hinein. Ich bin sehr gespannt, auf welchen Nenner ihr für euch gekommen seid. Und ich hoffe, ihr abonniert meinen Kanal und wir sehen uns auch das nächste Mal. AS Drake.